Mensch, Wolli, ein Jahr ist das her. Ne? Da standen wir hier unten auf dem heiligen Rasen, haben Masken für einen guten Zweck gesponsert, weißt du noch? Ja, einfach toll. Ich meine, du, ihr seid ja immer für eine Überraschung, besonders du. Verrückt, angenehm, menschlich. Ich finde das einfach toll, wie unsere Beziehung Holstein Kiel und Snickers Konzeptor über Jahre jetzt gewachsen ist. Und das ist nicht selbstverständlich. Du hast immer irgendwie einen im siebten Sinn, sage ich mal. Und das finde ich großartig, wie du das machst. Ja, wir sind auch stolz darauf. Wir vertreten ja die Marke Snickers Workwear. Und da wir hier sehr verwurzelt sind im Norden, Kaltenkirchen, A7, größter Snickers Workwear Store Europas, sind wir auch stolz drauf, hier bei euch die Partnerschaft seit 3 Jahren, die wir hier haben, so mitgegangen zu sein. Und ja, dann noch so eine geile Saison. Also ich meine, das war ja nun mal auch was, ne? Ja, total. Man muss es ja mal richtig einordnen können. Und da gehörst du zu den Leuten auch, die das können. Ich glaube, so mit unserem Budget, dass wir überhaupt da oben in diesen Tabellenregionen waren, eine wahnsinnige intensive Saison, emotionale Hoch- und Ups und Downs, mit einem tollen Pokal, Halbfinale, dann in die Relegation. Leider nicht geschafft. Das ist eine tolle Saison mit einem unglücklichen Ausgang. Aber so ist es manchmal im Leben und im Sport sowieso. Und jetzt heißt es aufstehen, schütteln und gute Projekte machen. Und du bist wieder dabei. Also von daher, was soll da schief gehen? Ja. Das sage ich auch. Also wir freuen uns auch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir hier die Werte, die ihr habt, die haben wir ja auch irgendwo bei uns. Also wir verkörpern genauso wie ihr Leidenschaft, Team Spirit, Zusammenhalt, Bodenständigkeit, schleswig-holsteinisch. Das sind alles so kämpferisch. Das sind alles so die Werte, die wir auch vertreten. Und daher, das passt auch wie Faust aufs Auge mit uns beiden. Absolut. Ich finde es ja auch toll, wie wir da zusammenarbeiten. Wir haben ja jetzt keine Agentur dazwischen, sondern wir reden persönlich miteinander, ja. Die Verantwortlichen des Clubs, dann auch mit Tim Joost natürlich auch dabei als Leiter Sponsoring. Das finde ich einfach toll, das ist eine sehr persönliche Ebene, das ist Holstein, das macht uns aus und das macht euch auch aus. Und ich glaube, wenn man so die gleiche Ebene hat, dann macht das auch noch Spaß. Und wenn die Verantwortlichen auch noch kreativ sind, so wie du auf jeden Fall bist, dann sage ich ja, dann ist das doch der Hammer und dann macht es Spaß, nicht nur für uns, sondern auch für viele Fans draußen. Das unterschreibe ich sofort und da muss ich auch sagen, genau das vertreten wir auch und darum passt das auch so gut. Wir sind immer mit unseren Kunden auf Augenhöhe. Das ist uns egal, ob das eine Ein-Mann-Firma ist, ob das ein Privatkunde ist oder 500-Mann-Firma ist. Wir begegnen den allen auf Augenhöhen und das fühle ich auch hier. Und genau das zeichnet euch aus. Ich bin natürlich auch im Störche-Club. Und das ist aber seltsam. Ja, logisch, aber ich will dir mal einen kleinen Schwank. Dann sehe ich da ein, ich denke, Mensch, der kauft doch auch bei uns, schnack ihn mal an. Und ich sage, Mensch, du kaufst auch bei uns, ne? Bist dann auch zufrieden? Dann sagt er, klatsch ab, ein Storch kauft beim Storch. Ich sage, ja. Moin, passt, ne? Ja, so sind wir, so sind alle und so ist, glaube ich, auch das ganze Umfeld gestrickt. Ja. Und das ist das, was eigentlich Spaß macht auch. Ne? Ja, genau. Ja, warum sind wir heute hier? Du wirst uns das jetzt erzählen. Ich soll das erzählen. Gut, ja. Das ist ja dein Job. Wir haben ja eine Verlosung gestartet, weil wir so auch in der Spannung waren und wir haben gedacht, wir hauen mal einen raus, machen eine geile Verlosung zum Spiel. Wir wollten die dann ja vor dem Spiel verlosen um 18 Uhr, aber ich muss ganz ehrlich sagen und Dankeschön an die Fans nochmal, wir haben 1000 Kommentare bekommen, die haben uns geliked, die haben gemacht, getan und positive Kommentare, also das fand ich super klasse und ja und dann habe ich gedacht, jetzt da irgendwo auf den Generator zu drücken und 5 Hoodies zu ziehen, die wir ja verlosen wollten, das wissen ja alle, da habe ich gesagt, nö, das verschieben wir mal ganz schön, wir hauen nochmal 5 Hoodies drauf, wir sind also jetzt bei 10 und machen das dann ein bisschen geiler. Und dann auch nochmal ein herzliches Dankeschön, dass du dich bereit erklärt hast, du auch natürlich hier, dass wir dann hier nochmal auf dem heiligen Rasen eine schöne Verlosung ziehen können, sodass das auch alles EU-konform ist, dass nicht beschissen werden kann. Du bist ja der Schiedsrichter, sag ich jetzt mal so hier, ne? Ja. Ja. Aber dann nennt man das nicht Rasen hier. Nee, heiligen Rasen. Ja, nee, das ist kein Rasen. Guck dir das mal an. Wie sieht der aus? Ja. Wolle, was ist da passiert? Ja, das ist ja alles für die neue Saison. Ne? Damit wir wieder einen gepflegten Ball spielen können, machen wir den Rasen wieder schick. Damit er wieder am Anfang der Saison wieder so ist, wie wir ihn alle kennen. Ich habe den schönsten Saftig. Rasen gehabt, den schönsten Rasen. Ich habe der so viel Grün habe ich nicht mehr zu Hause und ich dünge wie die Post. Dann bringen wir den Ball ins Spiel. Den Ball ins Spiel bringen. Ja, da müssen wir jetzt ziehen. Wie machen wir das? Ganz einfach. Ich werde einmal die Losbox holen, einmal durchrühren und dann wird Taso erstmal die ersten 3 glücklichen Gewinner des Hoodies ziehen. Und dann übergeben wir einfach mal den Ball auch weiter, dass Wolfgang Schwenke natürlich auch was ziehen darf.
ist ja nicht nur eine Verlosung von Snickers. Nein, Wolfgang hat sich was überlegt. Auch Holstein Kiel wird noch das ein oder andere euch allen nach Hause mitliefern. Und ich würde sagen, wir starten, oder? Ja, cool. Na, super. So, Taso, der erste glückliche Gewinner. Oha, hier haben wir einen, oder? Ja, du musst einziehen, nicht zwei. Ist das einer? Das ist einer. So. Ja, das ist Philipp Janusch. Philipp Janusch, herzlichen Glückwunsch. Du hast den ersten schönen Snickers Workwear Hoodie mit unser beiden Logo zusammen gewonnen. Ja, top. Würde ich auch mal sagen. Viel Spaß damit. Und weiter geht's. Du ziehst? Ja, komm, lass Wolle einziehen. Wolle. Jo, ist oh, einer. Ist ein großer. Ein großer ist das. Namen nehmen, ne? Ja. Ich darf die Gewinnerin, Angela Clausen, hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Gleiche Hoodie mit Holstein-Logo und Snickers Konzeptstore. Super, ja. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn ihr den bei uns abholt, ne, wir sind ja alle so ein bisschen wegen Grün und Spritsparen und so weiter, dann würden wir uns auch freuen. Wir schicken ihn aber auch raus. Wir müssen natürlich eine Größenangabe haben, weil dann wird er dann in der Größe gemacht, die ihr uns angibt. Gilt also, das macht Sinn. Ja, ne? Weil sonst nachher. Ich bin wieder dran, ne? Ja, komm, ja, ich bin wieder dran. Nicht gucken. Deine Idee, du darfst. So, Leute, ihr seid Spannung steigt. Ich zieh euch. Oh, nicht gucken. Michael Rabe hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Top. Viel Spaß. Kriegt natürlich auch den Hoodie, ne? Ja. Jetzt sind wir bei zwei, jetzt kommt der dritte. Muss ja auch mitzählen, ne? Ja. Ole Dahl darf ich beglückwünschen zu deinem wunderbaren Hoodie. Top, die war der Quilt. Ole. Da haben wir schon vier. So, wir haben schon vier. Taso, jetzt haben wir ja, ich finde es toll, ja. Hoodie, und ich finde die Aktion super. Glaube ich, finden wir alle klasse. Jetzt haben wir uns überlegt von Holstein, wir wollen natürlich auch nochmal von Holstein. Also ich meine, das dokumentiert nochmal die Kooperation zwischen uns beiden. Mit dem Hoodie super schon mal, aber wir haben auch gedacht, wir bringen vielleicht auch nochmal ein paar Ideen mit rein. Ein paar Utensilien von Holstein Kiel. Und dann haben unsere Fans, eure Fans und unsere Fans gemeinsam vielleicht Spaß daran. Und dann haben wir nicht nur die 10 Hoodies im Angebot in der Verlosung, sondern auch 10 Artikel nochmal von Holstein Kiel. Da macht es das Ganze noch runter und wir können auch fleißig ziehen. Fans, wir haben gesagt, wir zelebrieren das und ihr seht, das funktioniert. Ich hoffe, euch gefällt's. Gut, Wolle. Viele Sachen. Wollen wir mit der Uhr anfangen? Ja, ein Licht geht auf. Taso wird ziehen. Geile Holstein. Eine Holstein-Kiel-Uhr für zu Hause. Ich gebe mir Mühe, Jungs und Mädels. Pascal Pedersen. Pascal Pedersen. Glückwunsch. Ja, Glückwunsch, ne? Damit immer weiß, wie spät es ist. Und nicht zu spät kommt. Pünktlich zum Anpfiff. Genau die Uhr. Ey, das bringt Spaß. Ja, so. Das muss ich auch sagen. So. Wollen wir noch einen Holstein-Artikel machen? Welchen würdest du jetzt auswählen, Taso? Ja, mir egal, aber nicht, dass wir durcheinander kommen. Ich komme gerade mit den Zählen durcheinander. Mit dem alles gut, ich habe alles im Griff. Du bist der Schiedsrichter. Ich bin der Schiedsrichter, habe eine gute wählen. Rechtsschutzversicherung. Du wählst, ja. Ja, du wählst, ich ziehe. Ich sag mal, da ist ein schöner Ball mit Unterschriften. Das sieht cool aus. Ja? Guck mal, Saison der besten Vereinsgeschichte. Der Ball, alle Jungs haben noch unterschrieben. Geil. Taso, da kannst du jemanden glücklich machen, aber die Ziehung gebührt Wolfgang. Ja, schade, dass ich nicht mitgemacht habe. Ich will den auch haben. Aber so. Der glückliche Gewinner ist Jan-Hendrik Jahn. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß mit dem Ball. Halt ihn in Ehren, sind alle Unterschriften drauf von der aktuellen Mannschaft. Viel Spaß damit. Vielen Dank. Jetzt bin ich so, wieder dran. Jetzt, ne? Bist du dran. Ja, jetzt ziehen wir einen Hoodie. Hoodie Nummer 5. Nummer 5. Achso, okay. Ja, die Box ist noch hier, keine Sorge. Ich hab da ja auch noch eine Box. Ne? Ja. So, weggucken, also weggucken und ziehen. An Christine Rottgard. Glückwunsch,
Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß mit dem Hoodie. Jetzt ziehen wir noch einen Hoodie. Ja, das ist jetzt der sechste Hoodie. Sechste Hoodie. So, Tim Petersen. Herzlichen Glückwunsch. Hat unser Teambetreuer mitgemacht. Das weiß ich nicht, ob der auch sagen können, dass er einen Hoodie haben möchte. Ja, nee, da ist auch ein kleines Bild, sieht nicht so aus. Also der Tim Petersen wird wahrscheinlich angeschrieben werden oder wie auch immer. Größe, hat Tauso schon gesagt, nochmal mitteilen, damit du auch top ausgestattet bist in der richtigen Größe. Super. Glückwunsch. Glückwunsch. Ach ja. Es war eine schöne Saison. Unsere Torhüter haben alles gegeben hinten drin. Ich würde sagen, wir hatten, glaube ich, die zwei besten Torhüter der zweiten Liga, kann man schon sagen. Würde ich sowieso sagen. Wir haben sowieso die beste Mannschaft gehabt. Aber dazu haben wir auch eins unserer Torhüter-Trikots. Taso, eins von den gespielten Torhüter-Trikots. Du darfst den glücklichen Gewinner ziehen. Die sind gebraucht? Das Trikot ist jetzt nicht gebraucht, das wollte ich den Gewinnern nicht antun. Das wäre wertvoll aber gewesen. Ne? Wir kommen später noch zu anderen Dingen. So. Das darf ich ziehen, ne? Das darfst du ziehen. Das ist eine geile Nummer jetzt. Da. Ja, aber nicht reingucken. Nee. Oh Mann, du bist das spannend, ey. Ha. Ein Mädel hat gewonnen. Katharina Schumacher, herzlichen Glückwunsch. Top. Jetzt? Noch ein Holstein-Artikel hinten dran oder sollen wir noch mal einen Pulli machen? Ich würde sagen, wir machen noch mal einen Pulli. Pulli, ne? Pulli. Jo. Und den ziehst du jetzt. Ja. Okay. Und nicht gucken? Und nicht gucken. So, ich guck hier in die Baustelle. Martin Bundi, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Herzlichen Glückwunsch. Toi, toi, toi. Viel Spaß damit. Herzlichen Glückwunsch, Martin. Jetzt würde ich mal sagen, soll ich wieder morgen auswählen? Ja, oder hier auch. So eine Kaffeetasse. Kaffeetasse. Schön mit Kieler Förde ist auch drauf, sehe ich hier. Ja, das ist Schleswig-Holstein. Ne? Ach, Schleswig-Holstein, ja. Würde ich sagen. Mhm. Kaltenkirchen, Kiel, alles drauf. Ja. Mehr Blau von innen, schwarz von außen, tolles Logo. Dann denkt ihr schon morgen dran. Ja, stimmt. Ich muss sie. Ja, selbstverständlich. Oha, einen großen Zettel hier. Auch schon wieder ein Mädel, wenn ich mich nicht irre. Marella Reber. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du bist Kaffeetrinkerin, aber könnte auch als Teetasse reichen. Mhm. Oder Punsch. Oder Punsch. Ist vielleicht jetzt nicht die Jahreszeit, aber kommt bestimmt. Super, jetzt würde ich sagen Hoodie, ne? Hoodie, ja, du bist wieder dran. Ja. So, glückliche Gewinner für den Hoodie ist Dennis Elasor. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Dennis. Herzlichen Glückwunsch. So, ich würde sagen, Taso, such dir mal was aus, was noch von Holstein kommt. Ja, ein Schal. DFB-Pokal, was ist das denn hier? Ist das ein besonderer Schal? Oh. Halbfinale gegen Borussia Dortmund, leider nicht so ausgegangen, aber glaube ich ein tolles Ereignis für uns als Club sowieso gegen den BVB im Halbfinale eines DFB-Pokals, historisch für unseren Verein, glaube ich eine tolle Erinnerung. Ja, super. Steht hier. Ja, ja. Ich will auch einen. Deine Farben, unsere Farben. Ja, du ziehst. Workwear-Farben, ja. Fast, aber ja, du ziehst. Ich ziehe. Ich gebe mir Mühe, Jungs, Mädels. Ne, immer ganz EU-konform hier. Oh, hier einen großen Zettel schon wieder. Oh, hallo. Oh, dann Ocean Drive. Dann Ocean Drive. Dann ja. Ocean Drive. Gut, Schal hier, bitte. Zack. Ah, du hast ja uns ja unterjährig auch ein bisschen glücklich gemacht, hast ein bisschen was Kreatives dir einfallen lassen, was ja unser Leiter Merchandising auch im Fanshop verkaufen konnte. Mhm. Ist jetzt dann nicht der Pulli, den du angeboten hast, aber ist auch ein Pulli von Snickers Workwear, der bei uns im Vertrieb verkauft wird. Was hältst du? Sollen wir den raushauen? Ja, logisch. Geiles Ding. Man achte mal auf das Teil. Ne? Ich meine, das ist blau-weiß. Blau ist natürlich unsere Grundfarbe, weiß und dann hier den kleinen Schmankel noch mit Rot. Also alle Farben vertreten, großartig gemacht. Ja, und? Ja, und mit Holstein-Logo dran. Ich meine, besser geht nicht. Ne? Ja, besser geht aber dafür haben wir so tolle Partner. Das ist ja, haben wir uns noch Mühe gegeben. Ja. Den ziehe ich? Hm? Oder willst du den ziehen? Da, du darfst ihn ziehen. Ehrlich? Ach, ja. Ich lasse dir den Vortritt. Ist ja auch schon groß. Ne? Ja, ja, größer geworden. Oh, ein Mädel. Monique Brixler.
wenn ich es richtig ausgeschaut habe. B-R-I-X-L-E. Brixel, ja, würde ich auch sagen. Monique Brixel. Glückwunsch. Was steht da noch? Gern für meinen Sohn Lasse in Größe Small. Ja, da wissen wir schon mal Bescheid. Ne? Ja, siehst du wohl. Das sollen wir hinkriegen. Lasse, da hast du was Geiles gewonnen. Ja, Tolle, dir echt also einen schönen Tag hier beschert. Ja, und Monique hat mitgemacht. Ne? Also kann sich bei Mama ordentlich knuddeln. Ne? Und vielen Dank, Sam. Die beste Mama. So, Taso. Ich bin wieder dran. Was ist ein Hoodie dran. Hoodie dran, ja. Dann ziehe ich jetzt den nächsten Hoodie. Das ist Nummer 9, wenn ich jetzt richtig mitgezogen habe. Nummer 9. Die Spannung steigt. Ich weiß, da sind alle jetzt hier am Gucken und drücken die Daumen. Ja, fast so spannend wie so ein Relegationsspiel. Ja. Oha. Arne Arnesen. Viel Spaß mit deinem Hoodie. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt machen wir nochmal einen Holstein-Artikel. Welchen sollen wir nehmen? Nochmal Schal, Becher. Schal hatten wir schon, so viel ist ja nicht mehr da. Dann nehmen wir den Becher diesmal. Was ist das für ein Becher? Holstein mit Skyline von Kiel, oder? Ja, so ist es. Super. Hier, schöner Becher, also auch wieder für morgens. Das wollen wir morgens gleich am Holstein. Du ziehst. Ja. Okay. So. Hendrik Schrader kann ich dazu begrüßen. Also aus du bist jetzt bei den Kaffeetrinker oder Teetrinker dabei. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß damit. Viel Spaß, Hendrik. So, also, der letzte Hoodie oder hast du noch eine Idee? Der letzte Hoodie. Wenn es der letzte Hoodie ist, dann ist das der letzte Hoodie. Ich habe auch noch eine Idee, aber jetzt erstmal den Hoodie ziehen. Ne? Wenn du Ideen hast, dann genug Zettel drin. Wenn ihr Ideen habt, dann meinst du, komme ich hier ohne Ideen an? Ja. Weggucken. Guck weg. So. Ron Resch. Ja, Glückwunsch. Ron, Glückwunsch. Resch, Glückwunsch. Du hast jetzt den letzten Hoodie gewonnen. Ja, so. Genau. Und jetzt haben wir noch zwei Holstein-Artikel. Ne? Drei sogar. Drei, ja. Aber Taso, guck mal. Nochmal ein Schal. Ein Klassik-Schal. Ein Klassik-Schal. In den Farben Blau-Weiß-Rot mit dem Holstein-Logo drauf. Du oder ich? Oder? Ich würde mal sagen, du ziehst mal ein. Ja, sonst hängen die nachher. Ja, du. Ja. Du. Oh, das kann ich nicht. Uha. R.M. Brami. Darf ich auch mal gucken? Da untersteht Kieler Heu, Hans-Werner Torben Schnack. Und oben, das ist schwierig, R.H.I.M.B.M.R.B.H. Und das könnte auch ein Slash-Zeichen sein. Aber das kriegen wir raus. Melde dich. Da steht unter Kieler Heu, Hans-Werner, Torben, Schnack. Ja. Glückwunsch auf jeden Fall. Du musst dich bei uns melden. Glückwunsch. So, Taso. Ja, jetzt kommt ja nochmal was ganz Feines. Da habe ich nämlich nochmal die Trickkiste heute Morgen nochmal schön bedruckt. Und das ist ein ganz cooles Snickers Flexi-Work Superior Freedom of Movement Stretch Cap. Das haben wir nochmal bedruckt. Das ist eine ganz feine Geschichte hier. Ich kann ja mal. Jawohl. Sieht das gut aus oder sehe ich scheiße aus? Das sieht super an, fantastisch gut aus. Ja. Sieht aus wie ein Pirat. Ja. Also ich bin ja auch ein Pirat. Ne? Ja, das kriegt jetzt, das darfst du ziehen. Weil das ist schön und stretch hier schön. Für jede Kopfgröße gemacht. Haben wir übrigens auch ein Programm. Ne? Aha. Also unbedruckt. So, der glückliche Gewinner ist Bennett Schumacher. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Bennett. Glückwunsch. So, Wolle, du hattest nochmal einen Hoodie mitgebracht. Hoodie, mal nicht, mal anders. In schwarz mit Holstein-Logo drauf und natürlich den Farben bzw. den Schriftzug von Holstein. Ist ganz, ganz edel gemacht. Also, heute ist Hoodie-Tag und da haben wir gesagt, da wollen wir natürlich auch nochmal einen von Holstein rausholen. Also das unterstreicht nochmal unsere schöne Kooperation. Also, du Super. Musst ihn ziehen. Ich ziehe ihn. Zieh mir Mühe. Augen zu. Er ist besten. Oliver Trapp. Herzlichen Glückwunsch. Super. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß damit. Eine letzte Sache. Das ist was ganz Cooles. Eine letzte Sache haben wir noch mitgebracht. Ein Trikot, was es einmalig aufgelegt gab zum Spiel gegen Bayern München. Das Pokaltrikot mit allen Flocks drauf. Von unserem Rechtsverteidiger Yannick Dehm. Taso, wir haben gedacht, wir hauen noch mal einen raus. Wir hauen auch noch mal einen oben drauf, nicht nur immer du. Das ist wie und auf dem Fischmarkt hier, wa? Ja, einer geht noch. Also, komm, einen Zettel ziehen wir noch.
das Trikot. Es sind ja genug drin, ne? Bei 1000 Kommentaren, da kann man ja auch mal öfters mal was ziehen. Einer muss. Ich ziehe den. So, das Trikot geht. Sandra Wagner. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß mit dem Trikot. Sandra. Ja, cool. Mensch. Ich habe auch noch was. Du hast auch noch was? Ja, logisch. Ich mein, wenn wir noch, da hauen wir am Ende Zeit, was raus oder? Und jetzt übertrumpft er uns wieder. Das Video wird zu lange, sonst aber egal. Komm, hau einen noch raus. Ein Snickers Workwear T-Shirt mit Holstein-Logo und supported by Snickers Concept. So, vorne das Holstein-Logo drauf. Das darfst du ziehen. Oh, super. Das sieht toll aus. Mhm. Glückliche Gewinner ist Günther Büchner. Herzlichen Glückwunsch. So. Alles Gute. Alles Gute, Günther. Nee, noch ein? Ja, klar. Noch eins, noch einmal ziehen. Aber dann ihn nochmal zeigen, ist das Gleiche. Ja, dann musst du aber ziehen. So, komm. Ein letztes noch, oder? Da. Stefan Stürmer. Herzlichen Glückwunsch, Stefan. Ist da noch was drin? Weiß ich nicht. Naja, wir haben gesagt, wir hauen einen raus. Und raushauen heißt ja auch Vollgas geben, oder? Na komm, dann beschleunigen wir das Ganze und weiter geht's. Wer auch immer das ist. Marco Sieglitz, herzlichen Glückwunsch, toll. Sag nicht, du hast noch eins. Eins mehr. Aus dem Exil in der Eifel drücke ich mit Yannick Sieglitz und dann Diana Sieglitz ganz fest die Daumen. Kiel ahoi. Cool. Wo ist das Sandlitz in der Glicklitz? Nee, das sind die Nachnamen. Also in der Eifel. An der Eifel, das ist auch weit weg, ne? Ja, das ist weit weg. Kommt also. Drei Leute, die dir Glück gewünscht haben. Ja. Sollten alle drei einen kriegen, oder? Ja. Ja. Habe ich jetzt eben nicht noch eins rausgezogen, war das das? Nee, aber die drei Leute hier aus der Eifel, Holstein-Kiel-Fans, Snickers Concept Store. Achso, sondern nochmal ein. Die sollten ja wohl alle drei ein T-Shirt kriegen. Da machen wir drei draus. Sehr schön. Oh. Ja. Puh. Ja. So, ich habe leider nichts mehr Großartiges drin. Ja, und die Tasche. Die Tasche. Ja, Duffelbag, wasserdicht von Snickers, coole Tasche. Ja. Leute, die hauen wir auch noch raus. Also, ja, nicht so wohl. Jetzt hier arm, ja, aber die ziehst du jetzt. Boah. Aber die Tasche ist cool. Also. Die ist auch geil, ja. Kann man so zudrehen, wasserfest. Perfekt. Haben wir auch im Laden, ne? Im größten Snickers Workwear Store Europas an der A7 in Kaltenkirchen im Norden. Keine Schleichwerbung. Nein. Nö. Gewinner ist Dirk Rixen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Dirk. Gut. Ja. Dann. Hammer. Na. Alles ordnungskonform gelaufen. Für mich? Ich habe für dich noch ein Geschenk. Du weißt ja, ich bin Halbgrieche. Ich habe eine bis kleine Olivenplantage. Oh, und die Ernte war meine gut. Meine Frau liebt das Öl. Und also. Das ist die letzte Ernte. Früh geerntet, kalt gepresst, meine Bio. Frau liebt das Öl. Ja. Das hat gesagt, unheimlich geil, super. Vielen Dank für die Zusammenarbeit. Wir kochen sehr gerne. Überall kommt dein Öl drauf. Ja, wunderbar. Du kriegst also, auch eins. Mal, kann man aber das könnte jetzt bestechlich werden. Kann man das werden. Bei dir im Store auch kaufen? Ja, logisch. Das, ja, also aber kann man ist kaufen, natürlich total limitiert. Lecker. Ne? Ich habe nur immer eine Tonne im Jahr. Ja. Aber ich habe noch. Ich hab eine Tonne hört sich jetzt erstmal ziemlich viel an. Ja, sortenrein, naturtrüb, wie gesagt, kein also Dünger. Also schmeckt super, Hammer. Ist das Beste. Also, 5000 Jahre alte Bäume. Eine seltene Sorte, die wächst also nur bei uns in der Region. Das ist bei mir das richtig Geheimtipp. Vielen, vielen Dank. Ja, ne? Also. Aber wieso, wer hat denn diese hier reingetan? Was ist das denn? Supported with Passion, Snickers Concept Store und wir sind Störche. Wo kommt die denn her? Da weiß ich gar nichts von. Die waren da drin. Ne? Das weiß ich auch nicht. Verlosen. Du ziehst nochmal zwei. Hier sind 2 Zollstöcke mit unserem Logo und ich weiß davon nichts. Weggucken. So einen will ich auch haben. Gut für die Handwerker, ne? Also Support bis Passion hier, geil, ne? Ich glaube, selbst ist die Frau, hoffe ich zumindest. Marion Kern ist die glückliche Gewinnerin mit 1 Zollstock. Mit 1 Zollstock Marion Kern. So Kameramann, du musst immer von dichten filmen hier, das ist so geil. So, ein letzter noch. Den muss aber Taso machen. Taso hat das Anfangswort, dann muss er auch das Schlusswort haben. Jürgen Kock. Jürgen Kock, du kriegst auch so einen geilen Zollstock. Also, Zollstöcke sehen so aus, von der einen Seite so, von der anderen Seite so, sieht top aus. Also viel Spaß damit, also vermessen werdet ihr euch nicht mehr. Ja, Taso, Mensch, wunderbare Ziehung, wunderbare Aktion. Ja. Ich würde sagen, das letzte Wort gebührt dir. Ja. Wobei, nochmal, ich wollte einmal noch hier kurz reingucken in die Box, ganz kurz. Ich gucke noch einmal rein, weil... Wenn du uns überrascht, dann überrascht du uns ja bis zum Gehtnichtmehr.
Mich hast du überrascht. Ich hoffe, unseren Chef überrascht du jetzt auch. Es ist ein letzter Zettel hier in dieser Box. Und ich glaube, das gebührt unserem Geschäftsführer, diesen Zettel zu ziehen. Wolle. Das ist aber aufregend jetzt hier, ne? Vertragsverlängerung und neuer Co-Sponsor. Ja? Ist nicht Corona-konform, aber wir sind getestet. Also, wir sind gut. Getestet. Also vielen, vielen Dank. Komm her. Anstrengende Gespräche, ehrliche Gespräche. Ja. Mega, dass du uns erhalten bleibst und jetzt tatsächlich zu den Co-Sponsoren sogar den Sprung nach oben gehst. Wir sind mega stolz, dich an Bord zu haben. Ja, und ich bin auch stolz darauf. Und das hat Spaß gebracht, dass wir da auch einen Beitrag leisten können für Holstein, für Schleswig-Holstein, für den Verein Kieler Heu und auch für die Fans. Das muss ich mal ganz klar sagen. Ich war so gerührt über diese vielen positiven Kommentare, die da drin standen. Also da muss ich mich nochmal doppelt bedanken, also weil das war wirklich toll zu lesen. Da waren wirklich nur beste Kommentare drin. Ich habe mir sie fast alle durchgelesen und ich lese mir auch noch den Rest durch. Und dementsprechend möchten wir auch weiterhin hier Partner sein. Wir können auch nur vielen Dank sagen. Unterstützt Taso, unterstützt uns. Das passt was. Das ist eine super Kooperation, die wir haben. Was ich immer so schön finde, Taso ist so herrlich spontan. Den kannst du anrufen, der hat immer ein offenes Ohr, der drückt dich nicht weg oder sonst irgendwas, sondern... Rund um die Uhr am Smartphone. Wir sind immer super im Kontakt und das finde ich großartig, ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Von daher, Taso, vielen, vielen Dank. Euch viel Spaß mit den ganzen Artikeln vom Snickers Concept Store und von Holstein Kiel.